Naja, ich glaube, das wäre vielleicht noch besser, die in dem Moment, gerade wo es am schönsten ist. Keine Ahnung. Aber ich würde auch nicht gerne geschlagen werden. Also das hat mich gerade, es war echt gerade so ein moralischer Kampf. Ich konnte nicht übers Herz bringen, aber es ist sehr, sehr ekelig. Ich Ja, glaube, ich davon kann da auch mag nicht ich es mehr nicht einfach so dran vorbei. vorbeiumsichtig. LOL. Stärkefelsen. Mmh. Das schreit nach Macho Mai. Ja. Und der haut das dann zu Matsch. Oh wei. Mai. Nein! Los, komm, Nein! versuch! Soll ich? Nein, um Gottes Willen, weg! Nö, pass auf, jetzt. Mach Makuhita, dann nimm wenigstens Makuhita. Z-Kraft. Nee, Nimm ja, Makuhita. okay. Versuchen wir es mal mit Reiskorn. Mit dem Reichskorn. Reiskorn. Nee, das war ja Wommel. Ja. Ja, wie ein Wommel. Oh, das werde ich sowas von morgen in der Uni erzählen, weil es lustig ist. Oh. Oh Mann. Schön, dass ich dir da den Tag gerettet habe. Ja. Bäm. Aha, perfekte Voraussetzung. Paralysiert, sehr geil. Pause. Pulsier. Es ist sogar Pause. Wo ist denn das Rockhaar? Was ist das? So, einmal noch und das darf dann kein Volltreffer werden. Und dann klappt das schon. Boom. Ja. Noch ein Mogelhieb hinten her, hinten rein. Nee, das war ja das Mogelhieb, nicht Trugschlag. Ja, aber Mogelhieb ist doch Nee, nicht so stark. Nicht nicht Fang. risken. Ich riskiere damit doch nichts, ey. Ganz ehrlich, eine Attacke, die normal effektiv ist, die macht ja da schon. Oh, ein Hyperball. Nein. Nee, Nicht wie dafür. wolltest du? Ja, komm, wenn der jetzt passt, dann ist noch genau 5 über. Ich will, dass es drin bleibt. Oh Oh, Mann, ey. nein. Jetzt darf ich keine Superbälle mehr verwenden. Ja. Sonst bleibt weniger als 5 übrig. Oh, ärgerlich. Ja, nehmen wir doch den Hyperball. Ein Heilball. Einfach mal so aus Spaß. Der dürfte eigentlich weniger bringen als ein Superball, oder? Ja. Aber gut, ich fühle mich gerade glücklich. Nee, doch nicht. Ich hätte doch den Mogelhieb einsetzen sollen. Ich ne nehme den Mogelhieb. Und wenn ich es kaputt mache, dann versuche ich es gar nicht erst wieder. Das ist die richtige Einstellung fürs Leben. Nein, es ist fehlgeschlagen. Wieso? Naja, aber noch ist es paralysiert. Es ist doch immer. Bleibt doch so. Echt? Ja. Paralyse verschwindet nicht mehr einfach so. Nö. Tut sie doch. Also, ich kenne keine Generation, wo das passiert ist. Verunsichert mich total. Dabei spiele ich seit 20 Jahren. Nein, wirklich. Paralyse bleibt. Ich guck mal nach. Also das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass ein Pokémon seinen Trainer so sehr mag, dass es sich selbst davon heilt, aber nein, sonst. Nehmen wir noch einen Superball. Na, oh, das gibt's doch nicht! Kann doch wohl nicht wahr sein. Noch ein Tackle hinterher. Ja, gleich bin ich auch weg mit meinem Makuhita und bam. Reiskorn wurde besiegt, aber Reiskorn hat es zumindest geschwächt. Jetzt wird es doch wohl fangbar sein. Kann doch nicht wahr sein, dass ich an dem Pokémon einen Hyperball verschwenden muss. Nein, 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 nein. Und selbst dann könnte es ausbrechen. Da Heilung. Hm? Paraheiler, Beeren. Ja. Das ist das Einzige, was mir Setzen wir einfällt. Nicht Kita im Kampf, bekommen. einfach, dass es weggeht. Tatsache. Aber es gibt coole Bugs in der ersten und zweiten Generation. Oh. Wenn ein paralysiertes Pokémon einen Silberblick abkriegt oder irgendeine andere Attacke, die seine Statuswerte sinkt, dann fällt auch die Initiative auf 6,25% des ursprünglichen Werts. Uiuiui.
Also Paralyse verträgt sich da nicht mit Statusattacken. Mhm. Und in der zweiten Generation, wenn du paralysiert bist und das Pokémon mit Staffette gegen ein anderes austauscht, ja, wird der Initiativewert nicht korrigiert, sodass das neue Pokémon den alten Wert hat. Nice, nice. So. Oder Spitzname. Kara Delevingne. So, ich nenne es einfach nur Krampf. Weil es ein Krampf war, es zu fangen? Ja. Krass. Nein, nicht ins Team. Ich will keinen Krampf im Team. Krampffuß. Gibt's jetzt auch einen Kinofilm, das Krampffuß. Ja, dann mal gucken, wer im Norden ist, ne? Jo. Rüber da. Achso, die Spitze. Oh, was haben wir denn da? Oh, Granitstein. Verstärkt Steinattacken haben wir nur nicht. Ja, außer wenn wir jetzt dieses Pokémon in unser Team nehmen würden. Nee. Feuerheiler? Ja, okay. Muss nicht sein, aber okay. Nugget! Okay. Hier hinten ist noch vielleicht was? Ja. Pokémon. Pokémon, ja. Was denn? Gucken, was es da gibt. Hm. Ein Tenkarat-Hügel. Hm. Medi-Dingster? Medi-Digi... Wuffels. Nee, Wuffels! Ja, wenn ich schon mir irgendwelche Pokémon fange, dann werde ich mir doch wohl auch einen Wuffels fangen. Ja, und dann entwickeln. Dann wird nämlich das geile Werwolf-Ding draus. In Mond, ja, das die Nachtform. Ja. So, noch eine Attacke. Und ich denke mal, dieses wird doch wohl nicht so krass schwer zu fangen sein. Wie ein Rokara. Glaube ich auch nicht dran. Nee. So. Sandwirbel. Okay. Beutel. So, warum wollen wir dich mal einfangen? Nestball hätte auch gereicht. Ja, Netzball? Nest ist ja noch ich schwach. Ich habe aber nur Netz. Ach so. Ja. Netzball ist nur für Wasser und Käfer. Eben. Und das ist es ja nicht. Huch, da vibriert's in meiner Hose. Wuffels wurde gefangen. EP-Teiler, Rest, Pokémon, bla 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 bla. So, was sagt denn der Pokédex? Ja, mal gucken. Hä, da auch nur einer, aber das sind doch zwei Entwicklungsformen. Warum sind da nicht zwei Bälle? Keine Ahnung. Vielleicht ist eins davon geheim. Es lebte schon immer mit Menschen zusammen und kann spüren, wenn sein Trainer traurig ist. Es weicht dann nicht mehr von seiner Seite. Oh. Doch die Tür war fest verschlossen. Ernsthaft? Ja. Billig. Ich bin ein Werwolf. Ich bin ein Wannwolf. Ich bin ein Wo-Wolf. Fee-Wolf? Krass. Der W-Fragen-Wolf. Die W-Fragen-Wölfe. So, gibt's hier hinten noch irgendwas da zu holen? Mal gucken. Ansonsten geht's mit dem... Haben wir ein Fluchtseil? Naja, aber mit dem Fluchtseil kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder nur an dem Punkt raus, ne? Ich meine. Wüsste ich jetzt nicht. Also ich meine, wir sind ja jetzt wieder in einem Außerhalbgebiet sozusagen und nicht mehr in der Höhle drin, würde ich. Ja, sagen. Aber nicht auf Zivilisationsseiten. Hm. Ich fänd's fair, wenn's gehen würde. Oh. 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 Oh, oh. Gut, dass du dran geblieben bist. Ja. Bin gespannt, was ist hier? Ah, ne. Ach. Akrobatik. 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 Ach, das ist wahrscheinlich noch eine Weiterentwicklung von... Eine andere Weiterentwicklung von Togetic. Wow. Akrobatik. Akrobatik, physische Flugattacke. Macht mehr Schaden, wenn das Pokémon kein Item trägt. Ah. So. Du bist entkommen. Eingeführt in der 5. Generation. Oh Mann. Jetzt muss ich da wieder weg. Warum kannst du hier kein Fliegen geben? Gibt's ja später mit Glurak, aber hast du halt noch nicht, ne? Glurak sogar? Cool. Ja, Fliegen auf Glurak im Pokémobil. Gab's doch schon in den Trailern. Schön, schön. Dürftest du, glaube ich, dann auf dem Vulkan kriegen, auf der zweiten Insel irgendwo. Nice. Von Kiave. Okay, dann werde ich jetzt wohl mal langsam meinen Schuss Guck mal, kannst du nicht da links runterspringen? Wo links? Da war noch so ein Fleck, als wäre das begehbar. Nee. Oh, schade.
Gibt's auf der anderen Seite sowas noch? Ich hab schon geguckt. Okay. Ach man. Das gibt's doch nicht. So viel Gelaufe. Ja. Naja, was soll's. Dann zu Mom. Ja. Und ich würde sagen, wenn wir mit dem Schiff übersetzen, dann machen wir auch Schluss für heute. Ja, denke ich auch. Dann ist erstmal gut. Nein, schon sind ja jetzt, glaube ich, schon 4 Stunden Aufnahme. Ja, 4 Stunden. Oh, Schutz wirkt schon nicht mehr. Zack. So lieb haben wir euch, dass wir 4 Stunden aufnehmen. Ja, langsam ist aber auch gut, ne? Ich meine, heute ist ja Freitag, 2 Tage nach Release. Ist das so? Ich glaube, es ist eher... Ich werde so machen, dass es vorm... Also so 2 Tage vorm Release, dass ich damit anfange. Weil das ist so dann die Zeit, wo es sowieso schon in den Läden ist. Mach doch zum englischen Erscheinungstermin. Ja, oder so, ja. Müsste eigentlich doch... Dann juckt das doch YouTube nicht mehr. Aber vielleicht NOE. Ja, wird man dann sehen, ne? Ja. Mei. Aber ganz ehrlich, warum sollte man es sich nicht importieren dürfen? Die wusste, dass wir im Tankerradhügel waren. Krass. Die hat uns darauf angesprochen, das ist cool. Ja. Ach so, ja, jetzt habe ich es voll weggeklickt. Oh. Ja, wie geht's schön. Wie geht's denn Mauzi? Mauz? Ja, das war's schon. Okay. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Hafen! Du-du-du. Ja. Schönes Saiteninstrument. Hier ist es zu eng. Hör ich öfters. Warte mal, können wir eigentlich rechts um das Haus rumgehen? Rechts um das Haus? Welches? Ja, nein, um unseres. Rechts. Da rein, rechts. Hier rein. Vielleicht ist da was. Guck mal, such mal mit A. Ich nicht. Die Palme. Ob da versteckte Items sind. Okay. Nee. Ist nix. Gut, alles klappt nicht. Alles gut. Jetzt wieder zum Hafen. Ja. Jum. Aus der Bahn! Ross. Aus der Bahn? Aus der Bahn. Ausland damit fahren. Ja. Okay, wo ist jetzt dieser Hafen? Da muss ich jetzt, glaube ich. Wo wir Team Sky gekämpft haben, ganz rum. Hier ist aber ein. Kann ich hier rein und dann. Ja, kannst du auch. Ja, ich mache aber mal so hier. Das ist mir gerade angenehmer. Tschim. Weißt du, was noch fehlen würde? Eine Autofluchtfunktion. Dass man mit einem Auto fliehen kann. So GTA-mäßig? Ja. Wow, Kukui. Geflicktes Segel, ne? Schön. Das ist eine Yacht. Ja. Gib Acht auf der Yacht. Sieht ein bisschen aus wie die Plasma-Fregatte. Oh, ob dieser alte Kahn das wirklich übersteht, Professor? Na, hör mal, diese Yacht ist nicht alt. Sie ist ein Sammlerstück. Ich hab die einzige auf der Welt, die so scheiße aussieht. Wahre Kenner will sich drum reißen. Oh ja, ein absoluter Kahn. Ich meine Klassiker. Nun ja, es hat schon einen gewissen nostalgischen Charme. Piu! Hey, Hildegard, wir sind bereit zum Ablegen. Aber keine Eule, du kannst doch ruhig noch etwas einkaufen oder ein paar Pokémon fangen. Was sagst du, willst du ablegen? Ja, ich will ablegen. Meine Klamotten. Alle an Bord, es geht los. Jojo. Was kann dieser Prof eigentlich nicht? Joho, das Meer! Aber Herr Professor, legen Sie noch Professor, ein paar Knoten. Wenn wir der Yacht des Professors noch mehr abverlangen, zerfällt sie noch in ihre Einzelteile. Du hast doch nur Angst davor, deinen Hut zu verlieren, Lilly. Kannst du dir vorstellen, wie es auf Akala aussieht? Akala. Warte, nicht antworten. Ein Trainer auf Insel Wanderschaft findet sowas selbst heraus. Ich kann es kaum erwarten, Hildegard. Wusch. Akala, Kolumna. Die rasende Reporterin, ja. Ist die immer wütend? Oh. Hä, wieso wütend? Das ist eine rasende Reporterin. Ach so.
Boah. Oh Mann.